Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier ist mal wieder der Alex und es geht weiter in der Höhle. Warum das jetzt so komisch hier aussieht, frage ich mich ernsthaft. Aber das wollen wir dem Spiel überlassen, wie es auszusehen hat. So, und jetzt geht's hoch. Gut. Und hier oben haben wir wieder ganz viel. Ich will mal wissen, was das ist. Ich glaube, das ist entweder irgendwo war hier das andere Erz, was ich noch abgebaut habe die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was das war. Werde ich ja gleich sehen. Platin ist das. Auch gut. Kriege ich hier gleich Besuch? Oder halt auch dort nicht, weil er sich verläuft. Da drüben kann doch irgendwo was sein, aber es interessiert mich gerade eben irgendwie überhaupt nicht. Deswegen gehen wir jetzt hier rüber. Denn da drüben schwimmt was rum, das heißt, da drüben könnte irgendwo Wasser sein oder ist Wasser, das wissen wir ja schon. Aber vielleicht auch noch ein weiterer Höhlenteil, der noch unentdeckt ist. Genau, das meinte ich. Und jo, da haben wir noch ein bisschen Spinnennetz hinzugekriegt. Da kursiert eigentlich nichts mehr rum. So, da kann ich jetzt noch eigentlich noch was anbauen. Nein, du sollst nicht da was ranbauen. Ist auch diese Logik von diesem automatischen Bauen ist auch nicht gerade ganz toll. Oder ausgeklügelt. Gut. Hier befindet sich jetzt erstmal nichts mehr weiter. Meines Erachtens. Und deswegen geht's wieder runter. Schade ist eigentlich nicht, dass ich nicht die Rüstung von denen kriege. Und jetzt geht es dann eigentlich weiter, also nicht eigentlich, sondern jetzt geht es dann weiter in den nächsten Höhlenabschnitt hier runter. Und da seht ihr schon so ein komisches Vieh von Qualle da rumzappeln, warum auch immer das auf Land liegt. Oh, da unten war auch noch was gewesen. Die Viecher können ja leider im Wasser überleben, die Zombies hier. Deswegen hauen wir ihm trotzdem mal was runter. Nochmal Platin gekriegt. Nochmal Platin ist hier. Und eine Pfeilfalle, die ich nicht aufsammeln kann. Was braucht man nicht? Gibt's doch irgendwo was, was wir nicht brauchen. Ich glaube, ja, die Fackeln können wir sowieso alle verarbeiten hier. Und danke. Was? Fischfutter. Wo denn?
Ach, vielleicht weil ich zu wenig. Ach, die Luft ist abgelaufen. Die Luft ist abgelaufen. Es war die Luft. Und jetzt sind sie alle hier, alle im vertrauten Heim. Jo. Und alle beisammen. Keiner mehr alleine. Und jetzt können wir erstmal die ganzen Barren wieder verwerten. Jetzt muss man den Rest erstmal noch wegtun. Wegtun, auch so ein gutes Deutsch hier. Ab da rein. Platin, Barren. Dahin. Dann haben wir noch die Silberbarren, von denen wir auch wieder ganz viele machen können. Dahin. Die LED-Barren. Dahin. Und das war's eigentlich von den Barren allen. Jetzt versuche ich mal noch das Zeug loszuwerden. Das, was ich noch im Inventar habe, was ich nicht brauche. Und Geschäft. Das haben wir trotzdem hier rein. Das, zack, das, zack. Das war's eigentlich, glaube ich, sogar schon. Die Living Wood Door kann ich auch weghauen, die brauche ich nicht. Die Stühle auch nicht. Den Tisch auch nicht. Mist. Jetzt habe ich da unten meine Goldmünzen verloren. Na Mist. Na Scheiße. Gut. Oder halt auch nicht gut. So, jetzt haben wir hier den Boomerang. Habe ich ja noch gar nicht gezeigt, was der kann. Sorry, wieder ans Mikro gekommen. Aber jetzt kann ich mir. Ah ne, brauche ich für 8 Gold, kann ich mir den erst holen. Okay, Kupferhelm brauche ich nicht mehr. Kupferkettenhelm brauche ich nicht mehr. So, habe ich noch ein bisschen was hinzugekriegt. Gut, das. Ach ne, das brauche ich schon noch. Das Zeug kann ich ja alles behalten. Was ist das? Ruf das Auge von Chuchulu herbei. Ach so, oder Chuchulu, was, wie auch immer. Wenn ich die besiegen will, dann kann ich das holen. Gut, jetzt kommen hier Saphir, Wasserlauftrank, Bombe, Ledohr kommt drüben rein, Rope auch. Der Federsturztrank, habe ich den hier drüben schon mal? Ne. Dann kommt er hier rein. Den könnt ihr behalten, Sternchen im Ohr. Oder die hau ich mal noch rein. Sternschnuppen. Damit ich dann ein bisschen mehr Platz hab. Dangerous Potion. Ist auch nicht drin. Dann haben wir die Pfeilfalle. Kann ich da zwei rein tun, genau. Rope. Wo war's denn? Da. Gut, Silbererz hauen wir rein. Machen wir noch einen Barren. Silber kann ich eigentlich gleich so rein tun. Mal schauen, was ich dann mal wieder craften kann. Dann haben wir LED-Ohr. Da habe ich hier zurzeit gar nichts. Leuchtwurzel wieder. Das war hier. Dann die Recall Potion, Dangerous Potion haben wir noch nicht. Den Schlickblock. Ist auch nicht. Leuchtwurzel Saat. Haben wir auch noch nicht. Ne, haben wir auch noch nicht. Was haben wir hier noch? Gut. Dann ist das hier voll. Und wenn ich die Kupferachse jetzt ja nicht mehr brauche,
in das Kupfer-Kurzschwert können wir die ja auch noch verkaufen. Da können wir die auch noch verkaufen. So, Amethyst brauche ich nicht. Diese Potion nicht mehr. Und dann können wir hier noch die Domino-Pfeile. Das verdächtige ausschauende Auge. Und die goldene Truhe tue ich dann nachher platzieren. Dann brauche ich das da und das mit dem Spinnnetz machen wir noch. Gut, dann haben wir erstmal die goldene Truhe. Die hauen wir hier hin. Das ist was Besonderes. So, kann ich jetzt hier irgendwas mit diesen... Ah ne, das ist diese komische... Na, ich gehe mal lieber zum Ofen. Gut. Jetzt haben wir hier wieder die ganzen Living Wood Möglichkeiten. Und jetzt hier ist der Lead Anvil. Aber eigentlich kann ich ja auch mal noch ein Eisen haben, was. Aber ich glaube, das reicht erstmal, was ich hier habe. Gut, Bumerang muss ich euch nochmal noch zeigen, ehe ich das hier mache. Das ist so ein Teil hier. Richtig lustig, das ich will das mal draußen, ne, oben ist am besten. Da seht ihr das am besten. Das ist so ein richtig geiler Bumerang, der immer wieder zurückkommt, ne, machen ja Bumeränge. Macht wirklich immer, egal wie weit ihr den zurückschießt und wo ihr dabei weiterlauft, der macht immer wieder zurück. Richtig schön. Schaden macht er auch richtig guten. Und das ist die Hauptsache, dass er nicht nur toll aussieht, sondern auch ordentlich Schaden macht. Super. Gut, jetzt haben wir den Platinum Hammer. Der hat ordentlich was rausgerissen. Ich wollte jetzt erstmal wieder gucken wegen Rüstung. Oder ein Mülleimer braucht ja eigentlich keiner. Die Heavy Workbench haben wir auch schon. Die steht dort. Ein Lead Bow. Der hat jetzt aber auch nicht so richtig die so guten Fähigkeiten. Rüstung kann ich keine machen, finde ich schlecht. Weiß ich gar nicht, wie viel die Boots gebraucht haben. Die Schuhe. Jetzt haben wir hier Silber Axt, Silber Spitzhacke. Was? Ach, Silber. Eine Platinum Spitzhacke gibt es wirklich überhaupt nicht. Oder was? Ne, gibt es anscheinend nicht. Da habe ich ja schon eine gute Wahl getroffen. An Platin kann man sonst ja nicht sehr viel verwerten. Außer Waffen. Da habe ich ja jetzt schon gute Waffen. Ich könnte nächstes noch ein Platin-Schwert machen, ein Breitschwert. Hier, 13. Ne, hier, 15. Mittlerer Rückstoß. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Und einen besseren Bogen können wir mal noch gebrauchen. Aber ich habe ja von den Platinen nur wenig. Der Bogen würde 7 kosten. Ich mache schon lieber noch einen Silberbogen. So, das Schwert können wir auch verkaufen dann. Machen wir jetzt noch einen Silberbogen. So, der ist gut gelungen, verletzend. Und das ist halt normal geblieben. Aber wesentlich besser als das davor. So, jetzt können wir hier trotzdem noch... Na gut, das bringt nicht. Gut. Dann war es das erstmal soweit vom Craften. Craften. Können wir jetzt alles wieder hier reinhauen. Tun das hier oben rein. Und dann gucken wir mal, ob es hier irgendwo was gibt, wo man hier die Spinnfäden verarbeiten kann. Und wenn nicht, dann gehen wir erstmal zum
Ne, da auf die ganzen Zahlen zeige ich jetzt keinen Bock. Gehen wir erstmal zu dem Tibien. Sagen dem Geschäft. Holzbogen brauche ich nicht. Silberbreitschwert brauche ich nicht. Kupferaxt brauchen wir nicht. Kupfergottschwert brauchen wir nicht. Super. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld ran. Was ich jetzt gemerkt habe, es tauchen irgendwie überhaupt keine Monster mehr in der Nacht auf. Entweder liegt das an meinen Spieleinstellungen. Gleich mal schauen. Maps und Controls. Umschalten, Folge, vergrößern, add, kleinern, subtract, page up. Video. Da haben wir die Auflösung. Die sind aber auch schön strukturiert, ne? Ich suche jetzt mal noch meine wieder raus. Da. Meine war mit 18 gewesen. Na komm. Oder halt 80. So, Frame Skip. Steuerung General. So. Ambient, Sound, Pickup. Gut. Ja, anscheinend weiß ich nicht, was hier los ist. Gut, dann hau ich. Was ist das? Das war eine Reinforced Fishing Pole. Gut. Lassen wir das so. Und haben wir noch die Spinnennetze in der Truhe. Und dann gehen wir mal raus. Oder ich muss noch ein paar Bäume fällen. Ich brauche wieder ein bisschen Holz. Aber ich gehe nicht auf dem herkömmlichen Weg raus. Sondern hier oben. Und da die Nacht sowieso gleich vorbei ist, ist mir das ja völlig egal. So. Dann holen wir uns mal wieder ein bisschen Holz. Und jetzt, genau jetzt, fällt ein Stern da oben. Wenn der Tag losgeht. Ist ja auch super. Jetzt haben natürlich auch, ob hier überhaupt die Monster waren. Also ich habe hier wirklich keine Monster gesehen. Gut. Und da die Nacht jetzt vorbei ist, das muss ich immer noch beheben. Nicht mit Holz. Genau deswegen hasse ich Slimes. Weil es die wirklich immer und überall gibt. Aber jetzt habe ich ja meinen übelst krank aufgetunten Hammer. So Silberspitzhacke hatte ich schon. Ich habe mir noch ein Silberschwert mir jetzt noch geholt. Gleich wieder zum Dungeon. Aber was ich jetzt machen werde, ist, ich werde mal weitergehen. Ich werde jetzt mal nicht zum Dungeon heute, sondern ich werde jetzt mal weitergehen und mal noch weiter die Landschaft westwärts erkunden, ostwärts,
Westwärts müsste ich auch mal noch erkunden. Und ich muss hier noch mal was runterbauen. Und ich merke gerade, ich habe übelst wenig Erde mit. Deswegen muss ich sowieso halt mal erkunden und kann halt mal nicht so. Seht ihr, da komme ich gleich zu meinem Holz hier. Und wenn ich mit dem Holz dann fertig bin, was ja eigentlich nicht so kurz ist, weil es dauert schon seine Zeit, bis man hier solche Riesenteile weg hat, kann ich ja dann weiter mal schauen, was es hier noch so gibt. Ich habe eine Welteinstellung groß gewählt. Heißt ja, dass ich hier wirklich ein Riesenterrain habe. Ich habe ja noch keinen Nether gefunden zum Beispiel. Den gibt es ja auch noch. Wo es auch noch mal ordentlich viele Monster gibt. Und hier drüben sehe ich, geht es schon wieder in eine Höhle rein. Nur gut, dass ich jetzt genügend Holz mit habe. Das kann ich notfalls dann auch als Erdenersatz nehmen. Das einzige, was dann halt stört, sind die ganzen Slimes. Jetzt kommt auch schon wieder einer von hinten. Das bitte nicht falsch verstehen. Abholzen, abholzen, abholzen. Nebenbei findet man öfters auch mal eine Truhe. Oder, naja, eher gesagt, findet man keine Truhe. Man findet hier höchstens mal eine Jade oder sowas. Da habt ihr jetzt viel Spinnennetz. Das brauche ich auch unbedingt. Das ist gut, dass ich sowas mal finde. Da habt ihr jetzt noch ein paar Jaden. Den kann ich jetzt wirklich gar nicht gebrauchen. Und abgeholzt. Und weg. Und hier drüben weiterholzen. Ist halt auch mal schön, nicht nur dauernd in der Höhle rumzuhocken und hier Gesteinsbrocken abzuhämmern, sondern auch mal hier weiter zu erforschen, wie die Landschaft denn aussieht. So, jetzt haben wir erstmal die alle kurz und klein. Zack. So war es nicht geplant. Und hier geht auch schon wieder die Höhle los. Natürlich. Also seht ihr, man kommt hier irgendwie fast gar nicht von Höhlen weg. Gibt es hier überall. In jeder Lage. Und auch wirklich in fast jeder Umgebung hier. Restliche Spinnennetz zu holen. Na, wenn man schon denkt, da baut da wirklich was hin, ja, dann baut er manchmal sogar gar nicht. Das ist jetzt richtig schön gemacht hier mit der Und jetzt geht es hier wieder runter. Mal schauen, was es hier unten gibt. Und nix. Oder wie? Ne, wirklich nicht. So, dann haben wir uns mal hier schnell noch durch die Wände. Und dann hauen wir hier drüben in die Höhle rein. Da sieht es jetzt so leicht dschungelmäßig aus. Durch das, was ich ja auch habe. Dieses Leaf Wand. Diese Leaf Wand. Oh, und da haben wir ganz viel Lettohr. Aber ist gar keine große Höhle. Ist nur das bisschen Lettohr hier und das war's.
Gut, bissel ist jetzt. Na gut, wir sind auf eine schöne Ader gestoßen hier. Das finde ich auch schon mal schön. Weiter geht's ja dann auch nicht. Dann können wir weiter. Das mal hier oben noch. Gut. Haben wir das alles fertig? Geht's hier weiter? Natürlich ist hier nicht genügend Platz, ne? Dann haben wir hier mal noch schnell eine Überführung. Und da ist der nächste große Baum, der Riesenbaum. Und da sehe ich noch ein Erz hervorglitzern. Da muss man auch ein Auge für haben. Mal sehen, was es ist. Es ist Silbererz. Zwei Stücken Silbererz. Einfach mal so an der Oberfläche. Na gut. Wer es braucht, immer eigentlich, also steht eigentlich sagen, immer mitnehmen, egal wie viel es ist. Es kann ja nicht schaden. Ne? Also, wenn nicht, verkauft das eben. Weiß ja nicht, wie viel sowas einbringt. Aber bestimmt was. Auch wenn es nicht viel ist. Seht es immer so an, besser man hat, als man hätte. So. Und jetzt geht's hier weiter. Jaden zerstören, das zerstören. Und jetzt machen wir hier durch den Baum durch. Okay. Da unten seht ihr rechts unten, ganz rechts unten, seht ihr wieder zwei solche großen Pots, Dinger da. Das sind Altare. Das sind fast wie solche Crafting-Teile. Nur für bestimmte Items gedacht. Für bestimmtes Erz. Die man dann halt, glaube ich, im Nether kriegt oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich kann da jetzt nichts genaueres dazu sagen. Hier unten sehe ich jetzt noch ein Stück Kupfererz. Brauche ich jetzt eigentlich nicht so richtig mitnehmen. Ich habe jetzt 999 Holz. Da unten seht ihr jetzt ein bisschen Sand, ein bisschen mehr Sand als sonst. Was ist das hier oben? Ein Kaktus? Oder was ist das? Blueberries! Aha! Also ich habe jetzt Blaubeeren, Leute. Kann man sich jetzt schon fast wieder Oberbau hier fühlen. Ich habe Blaubeeren. So. Gehen wir hier schön hoch, ein paar Sonnenblumen mitnehmen und rein. Okay, das sieht jetzt schon etwas größer aus. Und da ist eine Truhe, wer hätte es gedacht? Ich natürlich nicht. So, sonst hätte ich ja nicht. Geht's hier noch weiter? Natürlich geht es hier noch weiter. Und da ist wieder der schöne. Was ist das denn? Schnürsenkelkappe gepanzert. Achso, die kann ich ausrüsten. Das sind jetzt Zusätze. Habe ich jetzt mehr Abwehr und so ein Scheiß. Ledbar, Rope. Sowas und ein paar Fackeln. Gut. Auch keine schlechte Ausbeute. Besser halt nix. So, jetzt gehen wir hier durch. Sieht ja schon mal wieder schön einladend aus. Wir haben ja vor uns noch diesen einen Topf da gesehen. Hier ist dann, glaube ich, auch schon wieder
fast Schluss. Oh! Wir kommen in die Wüste. Seht ihr jetzt hier links oben, dass sich da Wüstenberge erheben? Im Hintergrund natürlich, ne? Das ist so gemacht, als dass man dann denken würde, man ist jetzt in der Wüste. Obwohl man halt immer noch hier drin ist. Jetzt seht ihr, da unten ist ja das, wo ich vorhin davon geredet habe. Und jetzt haben wir noch eine Fackel hin. Zu dem Ding da muss ich eigentlich nichts sagen, weil ich nichts dazu weiß. Gut. Jetzt geht's hier runter. Sieht schon mal interessant aus. Unten rechts, wenn er mal unten ganz links unten rechts schaut, ganz links unten rechts, na gut, ganz unten rechts seht ihr wieder solches komisches Lava-Zeug. Und hier ist dann auch schon wieder Schluss. Gut. Hätten wir den Teil auch erkundigt? Das wäre dann anscheinend eine unterirdische Wüste gewesen, weil das jetzt ja nur kam, als wir unter der Erde waren. So, jetzt bin ich zwar sehr weit weg von zu Hause, aber der Terraria-Pfadfinder weiß sich ja in der Natur zurechtzufinden. Wenn nicht, ist er ein schlechter Pfadfinder. Jetzt hätte ich diesen schönen Hut gebraucht, den es bei meinem NPC im Shop gibt. Der Licht verstrahlt, so ist man halt in der Nacht nie ohne Licht. Aber wir können ja ganz einfach nochmal ein bisschen mit der Fackel rumlaufen. Und jetzt ist Nacht. Und hier ist Wüste dann. Schön, dass ich das auch entdeckt habe. Gut. Dann nehme ich jetzt noch ein paar Kakteen mit. Falls ich die irgendwie brauche. Und jetzt sind auf einmal wieder Monster da. Aber die sind ja nicht so schwer zu töten. Auch wenn es jetzt auf einmal 4 sind. Kriege ich halt ein paar mehr Punkte. Ne? Der kommt jetzt bitte noch hoch und dann gehe ich runter. Alles ist schön und lustig, bis dann Dämonenaugen kommen. Und bis man nichts mehr sieht. So lange ist es noch lustig. So, ich warte es nur, bis der hier unten ist. Na komm, stirb endlich. So. Ich hau ihm einfach noch eine hin. Da hauen wir jetzt noch was hin. Da unten ist wieder einer. Och nee, nicht so ein Vieh. Kriegst mich nicht. So, jetzt bin ich wieder hier. Und laufen, laufen, laufen. Nicht stehen bleiben.
Ist gut, wenn man keine große Distanz zurücklegt, wenn man hier mal eine Wanderung macht. Im nächsten Part werde ich dann mal eine Wanderung in den westlichen Teil dieser Welt unternehmen. Jetzt kommen noch zwei kleine Fans, die verwöhnt werden wollen. Dauert aber sehr lang, die zu töten, wenn man hier nur solche Mittel hat. Und der kommt gleich gar nicht mehr hoch. Und da oben kommt jetzt noch einer lang. Ja, da kommt er lang. Zombie mit 45 Leben. Der bleibt wenigstens gleich hier. So. So, dann haben wir hier die Höhle, wo jetzt auch kein NPC mehr zu Hause ist. Wäre nicht mehr so schnuckelig hier drin. Zack. So, und raus. Schön. Wenn man hier nicht mehr rauskommt. Oh, und da sind wieder ein paar aus der Fangemeinde. Na komm, immer nur her. Immer her damit. So, der nächste Kandidat. Man sieht jetzt nur, wo der Schaden immer ist. Ich kann noch gut erkennen, noch ein bisschen besser als ihr vielleicht erkennen, wo die ganzen Gegner sind. Da ist jetzt noch einer. Da ist ein Stern. Ich treibe den mal zu dem Stern hin, weil ich den Stern haben will. Juhu, da ist noch einer. Aber die haben wir alle bei meinem großen Hammer keine Chance. Jetzt sind hier zwei. Auch beide tot. Gut. Also ihr seht, so ein schöner. Verdammt. Das mache ich gleich zu, damit ich nicht da noch einmal reinfalle. Und da ist auch schon der nächste Kandidat. Wieder Hammer auspacken und draufkloppen. Da ist der nächste. Und da war auch schon das nächste Loch gewesen. Gleich mal noch zumachen. Nein, das ist jetzt eine ganz ungünstige Situation. Wenn man nicht schon fast zu Hause wäre, ne? Muss ich ja eigentlich darauf warten, dass die Viecher alle tot sind. Und das bei so einem Ansturm ist das schon, dauert das schon ein bisschen länger. Da ich jetzt auch nicht die Zeit dazu hatte, noch eine Fackel hinzusetzen, dass ich hier sehe, was Sache ist, muss ich mich jetzt ganz blind drauf verlassen, was ich sehe. Ne, blind drauf verlassen, was ich sehe. Habe ich hier ganz schön viele Augen auf mich gehetzt, ne? Augen ist auch ein schöner Begriff hier. Jetzt kommt das nächste Auge, das Dämonenauge. Die sterben alle so im Nachhinein. Und die Zombies gehen halt nur dahin, wo ich bin, wirklich. Und deswegen dauert es auch, bis die hier überhaupt herkommen. Da oben ist eine Fliege. Link, schaut mal links hoch. Also links weiter unten. Links oben ist so ein Glühwürmchen. Jetzt kommt noch ein Dämonenauge. Super. Ich wollte eigentlich noch ein paar Sterne sammeln heute, aber daraus wird anscheinend nichts. Deswegen kriege ich hier aber auch ordentlich
Zeug von den ganzen Viechern. Also von den Dämonenaugen kriegt man Linsen, dann kriegt man hier natürlich von jedem ein bisschen Glibberzeug. Und Fessel wütend kriegt man auch. Ist auch was Schönes. Kann man ausrüsten, bringt einem auch ganz schön Punkte. Die Linsen kann man auch für was verwenden. Und da die Nacht nicht mehr lang dauert, dauert auch nicht mehr lang, bis die Monster alle abziehen. Natürlich kommen immer mehr, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Jetzt kann ich mal hier aus diesem ganzen Alltagzeug ausbrechen. Krieg hier mal ein bisschen Leben wieder. Jetzt gehen wir hier ordentlich drauf. Das muss ich auch mal noch beheben, dass man hier ordentlich hoch kann. Jetzt kommt auch noch der nächste. Da noch einer. Man hat ja nie so richtig Ruhe. Der Hammer macht aber seinen Dienst und haut sie hier alle kurz und klein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon lang, das wird langweilig. Ja, das merke ich bestimmt auch selber. Also ich merke es selber. Und jetzt ist ja schon wieder Tag. Und ich bin zurück in meinem Haus. Gut, jetzt packen wir noch schnell das ganze Zeug, was ich habe. Aufmachen. Gut. Ha, wieder zu Hause nach einer langen Zeit. Und na gut, so viel habe ich eigentlich gar nicht. Ich kann hier das Zeug LED-Bars mal reintun. Dann die Eicheln brauche ich nur so viel, wie ich wirklich brauche. Dann haben wir noch ein paar LED-Bars, die ich machen kann. Und was haben wir noch weiter? Kaktus-Table. Das kann man wirklich Sachen aus Kaktus herstellen. Alles Mögliche hier. Sogar Kaktus-War. Aha! Kaktus-Pickaxe, Kaktus-Sword und Kaktus-Helmet. Der bringt mir 1 Abwehr. Der bringt mir 3 Abwehr, na gut. Aber warum eigentlich nicht? Ist die Frage. Aber so gut sind die nun auch nicht, ne? Man kann nun jetzt noch einiges aus Kaktus herstellen, ne? Kaktus. So. Rope hauen wir hier wieder rein. Weiß gar nicht, wie weit das jetzt geht, alles. Truhe tun wir nachher noch platzieren. Lehmblock haben wir hier. Diese Blumen sind. Und die hier? Ja, da. Dann haben wir einen Glibber. Machen wir wieder ein paar Fackeln. Und dann machen wir die Fackeln hier. Zack, 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 zack. Bisschen von unserem ganzen verbrauchen. Oh, also seht ihr, ich habe jetzt wieder mal genügend Fackeln. Den Kaktus, das Kaktus, nein, schließen. So, das Kaktuszeug tue ich mal hier rein. Dann haben wir noch die Tagesblumen, die kommen hier hin. Da habe ich hier mein Zeug. Holz habe ich ja auch noch mal im Überfluss hier. Rope haben wir auch noch mal rein. Spinnennetz haben wir in der zweiten Truhe. Dann den schweren Heiltrank. Den schwachen Heiltrank, meine ich. Hier haben wir noch ein paar Erze. Da haben wir das LED-Ohr noch rein. Kupfererz haben wir da was übrig? Ja, hier.
Silbererz haben wir hier. Tagesblumensaat haben wir da. Sonnenblumen sind neu. Die kommen hier rein. Damit alles geordnet ist. Die Blueberries kann man Farbstoff mitmachen. Blauen Farbstoff dann. Kann man sich dann auch noch Gewänder machen. Sandblock. Wer auch immer Sand braucht. Oh, hier oben ein Schmetterling. Butterfly. Oh, Butterfly. Schmetterling. Linsen. Die Fessel. Oh, die ist wütend. Die bringt 3 mehr Schaden und einmal Abwehr. 3% mehr Schaden und einmal Abwehr. Das ist schön. Solche Sachen findet man, kriegt man selten von Monstern wie Zombies, aber häufiger von solchen Seelenfressern oder generell solchen, ja Seelenfresser heißen die, glaube ich, die stolzieren im Nether rum. Und bei denen kriegt man solche Fesseln öfters mal und die kann man ausrüsten und dann kriegt man dafür einiges an Punkte, Abwehr, was auch immer. Geschäft. Ich wollte dem doch was verkaufen, oder habe ich dem das schon? Ja, ich habe das dem schon verkauft. Gut. Ja, die Truhe wollten wir noch platzieren. Kann ich jetzt die Tür noch aufmachen? Ja, gut. Das war's aber soweit an Zeug, was ich hier als Truhen platzieren kann. Ich werde das, glaube ich, umtauschen, sodass das von der Reihenfolge her schöner aussieht. Und das Banner hier auch nochmal. Soll das jetzt nicht unbedingt das Holz da wegmachen? Gut, die Holzwand solltest du auch nicht aufreißen. Topaz, stimmt. Das habe ich auch ganz vergessen, dass ich das noch wegtun muss. So. Wie kriege ich denn nun aber diesen Banner runter? Bad Banner. So, da ist er. Den haben wir jetzt hier direkt daneben. Haben wir hier noch den Ofen und dann haben wir noch die Kiste. Topas brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir hier nochmal noch das zweite Mal Fackeln oder schwache Heiltränke können wir hier mal hin tun. Genau, so machen wir das. Das finde ich eine gute Einteilung hier, das zu machen. So das zu machen. Gut. Das ist jetzt hier mal schöner Wohnbereich. Da oben muss ich eigentlich auch noch was drauf bauen. Hier oben. Für die nächsten NPCs dann. Die machen ja anscheinend gerade Zimmerbesichtigungen oder was auch immer. Was war die kleine nochmal? Die hat. Achso. Geschäft. Okay. Das brauche ich nicht. Ich muss den mal hier noch was fragen. Hilfe. Waffenhändler. Ah, da brauche ich ein Gewehr. Na gut, dann muss ich irgendwas umbringen. Behalte alle Bomben. Sprengmeister ist schon da. Enterhaken. Aus einem Haken und 3 Ketten. Okay, also sind immer noch 3 Ketten. Ach ne, Ketten habe ich schon. Das seht ihr hier. Das, was ich meinte, ein Enterhaken. Den gibt es einmal im Normalformat und dann kann man den, das habe ich aber wirklich, wie den Bumerang, den findet man meistens in solchen Kisten. Wie auch das Blasrohr oder sowas, solche speziellen Waffen, findet man nur meistens in Kisten. Und der Enterhaken ist halt auch ein schönes Nutzteil oder halt ein schönes
ja, ein schönes Tool oder wie man auch auf Deutsch sagen, ein schönes Werkzeug, was man verwenden kann, um sich in der Höhle lang zu hangeln oder sonst was. Und das gibt es in verschiedenen Ausführungen und ist relativ hilfreich. Und Eisenketten habe ich ja schon. Und dann brauche ich nur noch so einen Haken von solchen Skeletten, die laufen unten, wie schon gesagt, wie der schon gemeint hat hier, im Dungeons rum, und da kriegt man viele davon. Und dann kann man sich sowas herstellen. So. Das war es eigentlich soweit von mir. Das war jetzt lang genug, ne? Ich hoffe, es war ein schöner Part. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Haut rein.